Mahlzeit Mädels, heute haben wir richtig geiles Wetter und ich habe mir überlegt, ich mache für euch heute mal ein Puch-Vergleichsvideo. Nämlich ein Vergleichsvideo von einer Puch Maxi N und Puch Maxi S. Sind beides nicht meine Fahrzeuge, wie gesagt, sind beides von Freunden. Dieses Fahrzeug wird repariert und instand gesetzt. Das Ding hat, wie gesagt, einen Lagerschaden. Und dieses Ding werden wir komplett auf Oldschool-mäßig umbauen, mit fette, breitere Reifen und so weiter. Wir laufen mal eben kurz hier hoch. So, hier sind schon nämlich ein paar Teile drin. Hier sind schon die fetten, breiten, weißen Reifen drin. Da ist ein Lenker drin. Hier sind die ganzen Bügel. Alles in Chromteile. Also wie gesagt, das wird so eine richtige Oldschool-Maschine. Dazu kommen wir aber später. Heute will ich euch einfach mal zeigen, was so der Unterschied ist zwischen einer Puch Maxi N und Puch Maxi S. Weil das wissen echt nicht viele. Und deswegen hier kläre ich euch jetzt auf. Wir fangen mal mit der Puch Maxi S an. Also wie wir so von vorne schon sehen können, wenn wir vergleichen, wir fangen einfach mal bei der Gabel an. Hä? Puch Maxi S Gabel ist dieselbe Gabel wie in einer Puch Maxi N. Ne? Es gibt dann zwei verschiedene Versionen. Hier an Lampen, zum Beispiel das Ding nennt sich Eierlampe, gibt es in Original, ist sehr teuer, gibt es als Replika. Als Replika hat das Ding allerdings diesen Schalter nicht. Dann gibt es diesen Plastik, diesen viereckigen Kasten als Lampe, auch im Nachbau, das wird auch eine Nachbaulampe sein. Tacho sieht noch relativ original aus. Oh, jetzt habe ich extra hier so ein schönes Werbungst-T-Shirt von mir rausgeholt und dann ist das runtergefallen. Warte mal kurz. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ne? So, dann haben wir schon mal den Unterschied von der Lampe. Weil das ist diese ganz normale viereckige Lampe. Ich weiß gar nicht, ob die einen speziellen Namen hat. Und das ist halt die sogenannte Eierlampe vom Puch, ne? Die gute, die wertvolle. Obwohl ich sehe, hier haben sie auch schon einen Schalter reingemacht. Ist nicht mehr so die geilste. Naja, wir sind aber hier weiter. Also gabeltechnisch ist das Ding komplett hundertprozentig gleich. Dann gab es damals hier ein paar Versionen an Felgen, meine ich. Das ist die Gussfelge und das ist die Speichenfelge. Ne? Sieht man ja auch schon, das ist eine Speichenfelge wie in einem ganz normalen Fahrrad. Und das andere ist so eine Vollgussfelge. Gab es bei vielen Mofas so. Ne? Gab es aber auch halt bei vielen Mofas so. Früher haben sie auch gerne die Puchvorderräder für Anhänger genommen, für Fahrradanhänger, weil die einen schönen breiten Reifen haben, weil die schön stabil waren. Ne? Vom Motor her, wie gesagt, sind die auch gleich. Ne? Wie gesagt, es gibt halt Generation 1 Zylinderkopf. Hier sieht man halt Generation 2. Oder halt auch andersrum, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Nagelt mich da nicht so fest. Wie gesagt, es sind beides E50 Motoren. Hier ist ein E50 Motor drin. Und hier ist natürlich auch ein E50 Motor drin. Ne, hier steht auch E50. Also sind auch beides E50 Motoren. Ne, es gibt auch noch eine Variante oder ein Umbaukit. Da gibt es das für einen Kickstarter. Ne, das werden wir bei der zum Beispiel umbauen. Die kriegt auch Fußrasten und so weiter. Also das wird ein richtig geiles Ding. So, aber jetzt geht es mal weiter. Wir sehen schon an den Bügeln. Die hat jetzt leider keine Bügel. Die sind abgebaut. Normalerweise geht von hier bis da oben, wo das Loch ist, noch ein Bügel. Ne? So einer wie hier, der geht dann aber halt von hier an dieses Loch, wie wir sehen können, so ungefähr, ne? Und der geht hier halt nach hinten. So, jetzt kommen wir aber mal zu der S. Wie gesagt, der Tank ist auch alles gleich. Der Lenker hier drauf ist noch original, die Griffe sind auch noch original. Es gibt bei der Puch dann auch zwei verschiedene Versionen von Lenker. Einmal die Version, wo sie jetzt hier so draufgeschraubt ist und einmal die älteren Version, wo er denn hier drinne ist. Ne? Wie so ein Fahrrad. Wenn wir gucken jetzt hier, ist ungefähr dasselbe wie hier. Ne? Dann gibt es diese Schraube mit einem Loch und dann ist da so ein alter Lenker drin, in einem Stück. War auch ganz cool, hatte ich auch bei meiner N, könnt ihr mal in den Videos gucken. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Hauptteil. So eine Puch Maxi S hat Federbeine hinten und eine gefederte Schwinge hinten. Das heißt, sie federt, wenn man über einen Hügel fährt. Das
hat die Puch Maxi N nicht. Deswegen ist sie auch beliebter. Man sieht das schon, die Puch hat unten einen Stahlrahmen. Das heißt, der Rahmen ist von hier fest verbunden, läuft so und läuft dann hier oben hoch. Das ist Puch Maxi N. Puch Maxi S hat das Gefeder. Der Vorteil ist, ganz einfach bei der Geschichte, natürlich, dass es federt, dass es abdämpft und dass es nicht so hart ist, wenn man damit fährt und die Schwingen reißen nicht. Bei Puch Maxi N war schon das Problem immer, sag ich mal, wenn man ein bisschen schwerer ist oder gar nichts, ne? So, also wie gesagt, wenn man ein bisschen schwerer ist oder wie auch immer, man fährt man hier einen Bordstein runter oder hoch oder wie auch immer, ihr wisst ja, wie das früher so war, dann hatte Puch schon immer die Krankheit, dass die am Rahmen hier so gerissen sind, dass der ganze Rahmen reißt. So, das ist hier aber noch nicht der Fall. Ne? Deswegen waren die meist beliebter und deswegen sind die auch schon so weit ausgestorben, weil es halt viele Modelle gibt, wo der Rahmen gerissen ist, bis hier hoch, dann wird der geschweißt, dann reißt das aber wieder, ne? Da müsst ihr immer drauf achten, wenn ihr eine Puch kauft, dass der Rahmen nicht gerissen ist. Und was für mich immer auch ganz wichtig ist, ist zum Beispiel hier die Nummer, ne? Guck mal, das ist jetzt eine Puch von 1983. Guck mal, die hat 415 Motornummer, die hat 415 Typenschild und die hat 415 Rahmennummer. Das ist alles noch eins, das ist richtig gut. Ne? So, was haben wir noch für Unterschiede? So, jetzt kommt das nächste Stück. Könnt ihr sehen, bei der Puch S zum Beispiel ist das mit dem Schutzblech hinten im Rahmen alles mit drinne. Ne, könnt ihr das sehen? Hier zum Beispiel ist ja so ein kleines bisschen getrennt, ne, was man aber nicht so abnehmen kann. Ne? Das sieht immer so aus, als wenn das mit den beiden Schrauben, dann kann man das so rausziehen. Ist aber nicht der Fall, das ist hier drinne mit. Ich weiß gar nicht, ob das verschweißt, verheftet, wie auch immer ist. Viele haben das auch immer abgeflext, das Schutzblech, sah mega blöd aus und hast danach nie wieder richtig hingekriegt und hast eigentlich quasi die ganze Mofa damit versaut. So, das bei Puch S noch. Bei der Puch N ist das ein ganz normales Schutzblech. Könnt ihr das sehen? Guck mal, von der anderen Seite hängt die Tasche nicht so vor. So. Ne, da ist das ein ganz normales Schutzblech zum Schrauben. So, das sind eigentlich so die hauptsächlichen Unterschiede bei der Kiste. Ne? Wie gesagt, vom Antrieb her, vom Tretantrieb her ist das auch alles das gleiche. Von der Ritzelage ist das dasselbe, von der Kette ist das dasselbe. Der Unterschied groß ist eigentlich Rahmen, Federung, keine Federung. Ne? So, dann hier halt, ich finde Eierlampe halt geiler. Viele stehen halt mehr auf diese Lampe, so eine Replikalampe. Weiß ich nicht. So, Tankdeckel sind auch alles dasselbe. Ne? Wie gesagt, das ist alles dieselbe Suppe soweit. Auspufftechnisch alles das gleiche. Ne? Motortechnisch sind das identisch dieselben Maschinen. Nein, nur mal, fällt halt auf. Hier ist halt Stahlrahmen. Ne, Jungs? Oh, Jungs, guck mal, was ich gefunden habe. Seht ihr das hier? Und seht ihr das hier? Da müssen wir mal noch genauer unter die Lupe nehmen. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Die fangen an, so kleine Risse zu bilden, weil der halt komplett starr verbunden ist. Und wenn man halt einen Bordstein runterfährt, ne, vorne federt der und hinten ballert das einfach nur, weil das starr ist. Ne? Man sieht das auch an der Puch N immer. Ich sehe immer den Unterschied, ohne dass ich das Ding jetzt groß getestet habe. Ich habe die, wie gesagt, erst vor ein paar Stunden geliefert gekriegt, sage ich euch. Von meinem Bauchgefühl aus, weil das Ding hinten eine Federung hat, fährt das Ding allgemein ziemlich sanfter und smoother und geiler, würde ich sagen, ne? Weil er hinten federn kann. Bei einer Puch N ist die Vordergabel immer ausgeschlagen, weil das Ding hinten starr ist und die meiste Federung ja, wie gesagt, halt vorne ist. Wenn wir jetzt mal gucken auf die Holme, ich nehme jetzt mal meine Füße hier vorne zwischen und gucken jetzt mal auf die Holme, wie doll die wackeln. Könnt ihr das sehen? Das ist überhaupt nicht viel. Wie weit taucht der noch ein? Auch gut. Ne? Gucken wir uns nochmal die andere Seite an. Auch gut, würde ich sagen, straßentauglich. Ich wette, bei der N ist das richtig am Babbeln. Das sehe ich schon, weil die unten so schwarz sind. Weil er halt hier die meisten Feder
Aufnahme hat, ne? Wenn da irgendwo, das hört man schon. So, warte. Dann gucken wir mal hier. So, könnt ihr das Spiel sehen? Warte, ich muss hier besser blockieren. Könnt ihr das sehen? Man hört es auch. Da ist nichts mehr. Wie sieht die andere Seite aus? Die andere Seite geht noch einigermaßen. Ne, aber die Seite hier ist definitiv over. Wie sieht das Lenkkopflager aus? Ah, das ist noch gut. Ja, aber das sind immer so die Sachen. Ne? Bei der Poch N weiß ich das. Ne? Wenn man die kauft, muss man die Gabel neu machen. Ist ja auch logisch. Das ist der einzige Federweg an der ganzen Kiste. Inklusive das hier, was wir hier nur ein bisschen haben vom Gummi. Aber das ist halt auch nicht viel. Ja, Jungs, was soll ich euch da noch groß zu sagen? Ich werde die beiden Kisten jetzt für euch nochmal hier eben schön anreißen. Damit wir das auch nochmal soundmäßig haben. Und dann ist gut. Schön, die erste ist aus. Aber wie gesagt, die ist auch nicht so geil vom Motor her. Da müssen wir noch viel machen. Ja, wie gesagt, die ist ziemlich laut. Da ist irgendein Zylinder drauf. Großer Ansaugstutzen, große Auspuffanlage. Seht ihr mit großen Krümmer. Das Ding soll motortechnisch original. Optisch soll das richtig. Ups, sorry. So. Und optisch wird das Ding richtig abgefahren. Seid gespannt. Das wird ein richtiger hier Spezialumbau von mir. Ja, Jungs, ich hoffe, ich habe euch hier mit dem Video ein bisschen was sagen können, ein bisschen was übermitteln können, ein bisschen was zeigen können. Ne? Lasst ein Abo da oder einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Wir machen hier noch ein paar mehr Poch Maxi. Wie gesagt, der Motor hat auch einen Lagerschaden. Ich mache darüber auch ein Video, damit ihr mal wisst, wie das mit dem Lagerschaden so ist. Ne? Und hier, der Umbau ist ja sowieso mit am Start hier. Das wird was ganz Spezielles. Also Jungs, danke, haut rein, wir sehen uns. Tschüss.